Am Beispiel des Polar Neo zeigen wir dir, wie einfach sich die Außenverkleidung des Kaminofens wechseln und montieren lässt. Als Werkzeug brauchst du nur einen Schraubenschlüssel. Als erstes wird die Abdeckplatte entfernt. Achtung! Wenn der Rohranschluss nach oben weggeht, muss erst das Abgasrohr entfernt werden. Dann lassen sich die Schrauben für die Seitenteile lösen. Das Halteblech abziehen und das Seitenteil nach oben hin abnehmen. Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Das Seitenteil auf den Bolzen am unteren Ende setzen. Dann das Halteblech wieder einlegen und festschrauben. Achte darauf, dass das Seitenteil gerade und dicht anliegt. Bei anderen Modellen werden die Seitenteile eingehangen oder festgeschraubt. Durch die Schrauben am hinteren Ende lässt sich die Rückwand bewegen. Jetzt die Abdeckplatte wieder aufsetzen. Der T-Fachstein wird zum Schluss einfach aufgelegt. Jetzt kann der Ofen wieder befeuert werden.